Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und es nochmal prüfen. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Fertig. Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Super. Viel effizienter.
und vermutlich sicherer. Was wollte Doc denn damit? Wunderbar. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. Was wollte Doc denn damit? Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Thank you.
nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Texidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war 10 Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Ich hoffe, er bereut es jetzt nicht. Vielleicht vom Überfall auf das Auktionshaus Rosemans gehört. Was Sie wohl nicht wissen, aber meine Quellen bestätigen, die Träger trugen Masken. Grauenhafte Dämonenfratzen. Ein Beispiel mehr für die Unzahl maskierter Verbrecher, die Spider-Man mitgebracht hat. Mal hören, was Sie dazu sagen. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ich verstehe, was Sie meinen, aber Spider-Man hat die gestern aufgehalten. Ist unfair zu sagen, er ist wie die nur wegen der Maske. Voll das Vorurteil. Falsch. Haben Sie in der Schule nicht aufgepasst, mein Freund. Vorurteil bedeutet, man beurteilt jemanden, bevor man etwas über ihn weiß. Ich weiß alles, was ich über Spider-Man wissen muss. Er rennt herum und stiftet Chaos. Er trägt eine Maske, damit er keine Rechenschaft ablegen muss. Und ein schickes Kostüm, damit die Leute ihn beachten und sein unerwettliches Ego füttern. Wenn ich jetzt eine labile Person bin und sehe, wie viel Aufmerksamkeit er bekommt, was mache ich? Das nennt sich Nachahmereffekt. Und das ruiniert New York.